Fußball ist nicht sein Ding. Eislaufen schon. Mit 8 Jahren hat sich Robin Rücker zum ersten Mal aufs Glatteis gewagt. Dann hatten wir mal einen Inliner-Kurs gemacht, auch hier vom Verein, meine Schwester auch mit. Und die wollte dann auch mit Eislaufen anfangen. Und ja, ich musste immer mit und ich musste immer zugucken. Und irgendwann, einen Monat später, habe ich dann gesagt, ja, ich will es auch mal probieren. Und seitdem bin ich dabei geblieben. 4 bis 5 Mal in der Woche trainiert Robin Rücker auf dem Eis. Mit Erfolg. Auf seine erste Teilnahme bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2019 ist er besonders stolz. Er ist der einzige Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz und erreicht den 6. Platz. Das war auch meine Saisonbestleistung, generell Gesamtbestleistung. Ich wusste, dass ich vielleicht nicht so viele Chancen gegen die habe, wegen Trainingsbedingungen und anderen, da die aus Leistungszentren kommen. Aber ich wollte es halt probieren und habe mein Bestes gegeben. Die meisten Eiskunstläufer auf diesem Niveau sind in einem Sportinternat und trainieren mehrmals am Tag. Das möchte Robin nicht. Ich wollte halt immer zu Hause bleiben und nicht so gedrillt auf Sport sein, nicht so viel. Ich wollte es halt so machen, dass es Spaß macht. Und ich wusste halt, wenn ich auf ein Internat gehe, da denke ich mir, ich glaube, dann habe ich nicht mehr so viel Spaß dabei an dem Sport. Sein Hobby nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Auch für die Eltern. Die Eishalle ist mittlerweile ihr zweites Zuhause. Genau. Der Spaß dabei ist. Es war auf jeden Fall so, dass meine Familie abends schon immer im Training waren und ich viel beruflich unterwegs war. Ich habe mir überlegt, was machst du am besten, um bei den Kindern zu sein, bei meiner Frau zu sein. Und dann habe ich dann nach längerem Überlegen halt gesagt, dann mache ich den ersten Vorsitzenden und dann waren wir hier. In der Eishalle. Mittlerweile ist Thomas Rücker nicht nur der Vorsitzende des Diezer Eis- und Rollsportclubs, sondern auch des rheinland-pfälzischen Verbandes. Seine Frau Conny trainiert in Diez die Eisminis. Wir sind gerne hier und es macht Spaß, 3 bis 5 Mal die Woche hierher zu fahren. Nach dem Job natürlich auch, aber es ist immer toll, die Fortschritte der Kinder zu sehen. Zu Hause entwirft Schwester Fabienne schon die nächsten Outfits für sich und Robin. Die Ideen der 13-Jährigen werden dann von einer Schneiderin umgesetzt. Das Pokalregal ist übervoll. Besonders stolz ist Robin Rücker darauf, dass er als einer von 40 Jugendlichen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im letzten Jahr dabei war. Ein besonderes Erlebnis war zum Beispiel, dass ich den Kürentscheid der Männer sehen konnte im Eiskunstlauf. Das war das absolute Highlight für mich. Aber auch mit der Gruppe in Südkorea unterwegs zu sein. Einfach die Atmosphäre, das war der Hammer. Seitdem ist seine Motivation noch größer. Olympia schaffe ich vielleicht nicht, aber ich strenge mich jetzt einfach an. Auch die Eltern sind motiviert. Seit kurzer Zeit machen Conny und Thomas Rücker Paarlauf. Ja, stellen sich sogar ganz gut an. Wir machen es schön. Eiskunstlauf als Familiensport. In Diez an der Lahn geht das.